Alles eine Frage der Perspektive, die Positionierung der Kamera. Wir möchten eine möglichst realistische Perspektive erzeugen, denn wir möchten nicht durch falsche Perspektiven von dem Gesagten halt ablenken, sprich eine Inkohärenz erzeugen, weil irgendwas ein bisschen komisch ist und die Menschen wissen nicht so richtig, was stimmt denn dann nicht. Das heißt, wir sollten versuchen, auf Augenhöhe mit unseren Teilnehmenden zu kommunizieren. Die Perspektive der Wahl ist hier ganz klar die Augenhöhe. Wenn es zu niedrig oder zu hoch ist, wirkt es unterwürfig oder es wirkt von oben herab. Deswegen auf Augenhöhe und zwar ganz sinnbildlich. Wenn ihr mit einem Laptop in einer Videokonferenz seid, dann für euch als Faustregel, hier sollte ein rechter Winkel zu sehen sein. Meistens ist es aber so, dass die Menschen ein bisschen nach hinten biegen. Das bedeutet, die Kamera filmt von unten nach oben und dadurch erzeugen wir eine kleine Froschperspektive, die nicht sehr günstig ist. Und bitte nicht den Kopf abschneiden. Oben ein bisschen Platz lassen, gern so eine Handbreit Platz. Das wirkt sehr authentisch, da hat man noch ein bisschen Platz, da verbirgt man nichts und das kommt immer ganz gut an. Der wohl verbreitetste Fehler ist die sogenannte Froschperspektive. Das bedeutet, wenn man von unten nach oben filmt und nicht auf Augenhöhe ist. Oder wie ich sie nenne, die Popelperspektive, weil man so schön in die Nasenlöcher gucken kann. Die Froschperspektive, die hat etwas Unnatürliches, das erzeugt eine gewisse Inkohärenz im Bild. Das heißt, es ist einfach nicht mehr so richtig stimmig. Die Teilnehmenden wissen vielleicht auch gar nicht warum, aber irgendwas ist faul an der ganzen Sache und das lenkt dann davon ab, was wir eigentlich tun wollen, nämlich eine klare Botschaft übermitteln. Aus der Froschperspektive wirken Dinge übrigens größer. Wie ihr seht, habe ich gerade eine riesen Nase bekommen und mein Körper ist ein bisschen verzerrt. Das sieht alles nicht mehr wirklich realistisch aus, aber eigentlich ist es ja genau das, was wir wollen in Videokonferenzen, ein realitätsnahes Szenario herstellen. Manche Leute sagen auch, dass es bedrohlich wirkt. Fun Fact: Viele PolitikerInnen werden von unten fotografiert oder gefilmt, auch weil das mächtiger und bedrohlicher wirkt. Das ist nichts, was wir in einer Online-Moderation wollen. Deswegen sehr gerne nicht die Popelperspektive, sondern auf Augenhöhe. Wird die Kamera stark von oben nach unten geneigt, dann sprechen wir von der Obersicht oder der Vogelperspektive. Eine klare Definition, wann ist die Vogelperspektive, wann ist die Obersicht, ist, existiert nicht, muss uns auch gar nicht interessieren, weil wir möchten sie auf jeden Fall vermeiden. In der Obersicht bzw. in der Vogelperspektive wirken wir sehr klein und verletzlich, deswegen werden Porträtaufnahmen von Kindern oder Babys auch gern von oben gemacht. Vielleicht auch einfach, weil sie oft am Boden sitzen. Jedenfalls bekommen sie einen großen Kopf dadurch. Das heißt, wenn wir von oben gefilmt werden, schrumpft unser Körper, unser Schädel wird ein bisschen überdimensioniert. Das wirkt unterwürfig, klein, harmlos, verletzlich. Alles keine Sachen, die wir unbedingt brauchen, wenn wir in der Online-Moderation sind. Ich nenne das Ganze übrigens den Friseurblick, weil man so schön auf die Haare gucken kann, wie so ein Friseur. Und man sieht natürlich auch alle möglichen Sachen, die da oben sind oder nicht mehr sind. Übrigens, wenn die Kamera von oben kommt, ich schaue gerade in die Kamera, aber das macht man in der Moderation leider zu selten. Man guckt viel mehr auf den Bildschirm. Dann sieht das nämlich so aus. Das heißt, ich würde so sprechen und ihr seht die ganze Zeit meinen Haarschopf und jetzt versteht ihr hoffentlich auch, warum ich das hier Friseurblick nenne. Wenn ihr euch auf Augenhöhe filmt, ist es natürlich auch bedeutsam, dass ihr nicht zu nah rangeht, weil sonst werden die kleinsten Bewegungen als sehr, sehr hektisch wahrgenommen. Schaut mal, ich bewege einfach nur mal meinen Kopf hin und her und mein Zinken wandert einmal von ganz links nach ganz rechts. Meine Augen, einfach nur mal kurz zur Seite, wirken sehr unruhig, flatterig, unaufmerksam, desinteressiert. Deswegen gute Armlänge, Abstand, also eine normale Arbeitshaltung zum Laptop. Das ist eine ganz gute Faustregel, damit wir nicht zu nah rankommen. Außerdem sieht man vielleicht auch Sachen im Gesicht, die man vielleicht gar nicht sehen will.